Kein Konzept back am Start. Junge, D-King muss sich so einen runterholen, Alter, so wie viel ich hier gerade reacte, Junge. Öffnen. Boah, halbe Buch, holy shit. Au. Oh, Digga, au. Au. Ich glaube, ich muss kurz Hände waschen, Chat. Meine Hände sind ein bisschen klebrig. Vom Ex, oder? Genau, von meinem Ex-Freund. No sexual. Okay. Digga, diesen Clip werde ich nicht mehr los, oder? Diesen Clip werde ich nicht mehr los. Kann das sein? Ja. Dieser unnötige Zoom. Kleiner Spaß, Leute. Und nach wie vor, ich fühl's immer noch in meinem Arsch. Maxi, komm, eine Runde The Lion Sleeps Tonight. Digga, dieser Mann braucht so dringend Hilfe, holy shit. Awimbo Web. Könnt ihr das Awimbo Web machen? Awimbo Web. Awimbo. Jetzt denkt ihr doch vielleicht so Omegalol, right? Aber zieht euch den Juicy Ass rein. Ist das eine Windel? Ist das eine Windel? Der ist nicht juicy, der Ass ist juicy, weil da überall Scheiße dran ist, Digga. Der ist nicht juicy im Sinne von thick, der ist einfach nur voller Scheiße, Bro. Deshalb ist der juicy. Junge, Kevin ist auch so ein Dude, der mir no joke unironic erklären würde, warum es nice ist, eine Windel zu tragen. Nein, guck mal, Bro, checkst du, wie smart das ist? Wenn du nämlich scheißt, du musst actually nicht aufstehen, Bro. Du kannst einfach direkt einschitten quasi, Bro. Actually ist es gigasmart, das ist wirklich ein Fallfett, Digga. Wenn du scheißt in die Windel und du schmeißt die einfach weg, du musst im Stream actually nicht aufstehen, Bro. So würde Kevin mir das erklären, Digga. Junge, Junge, Junge. Digga, ich bin packed, Alter. Digga, da ist überhaupt nichts packed. Oder ich könnte jetzt einfach pissen. Ja, du hast noch eine Hose drunter. Ich könnte jetzt einfach hier stehen und einfach mich selber beschiffen, Bruder. Du hast immer noch eine Hose an. Auf der Stelle. Hier. Dicker. Hier. Der Februar hat nur 28 Tage. Ja. Und dann kommt sofort der erste. Und nach Februar kommt März. Morgen ist 1. März, 19 Uhr. Ja. Ich mache morgen Gym Challenge auf. Montag, ja. Das ist gleich. Es ist jetzt 4 Uhr nachts. Es ist 4 Uhr nachts auf den Sonntag. Du hast in noch 15. Zeit. Ah, ja. Aha. Mama, ich brauche Lila, sing ich raus und Auto, mach die 16 Bars. Welt ist kalt, Sonne ist dunkel. Und von der Tatsache, dass Corona einfach so... Wusstet ihr, dass die Erde gar nicht rund ist, sondern dass nur durch das Weitwinkelobjektiv der NASA kommt? Danke, Kevin. Trotzdem danke für 66 Euro, Top Donation des Tages. Und ich verkauf wieder meinen Arsch. So traurig, Alter. So traurig, wenn man sich wirklich für jeden Euro bücken muss. Könnt ihr kurz einen Prime-Sub da lassen? Das wäre mega nice. Dankeschön. 30 Subs. Oh nein. Am Schwanz packen fühle ich so. Okay. Alter, wie hab ich denn so ein kleines Loch reinbekommen? What the fuck, das ist legit impossible. Lego bauen. Ich helfe, ich krieg dir sowas nie rein so schnell. Ich bin nicht Phoenix. Okay. Alter, wie hab ich denn so ein kleines Loch reinbekommen? What the fuck, das ist legit impossible. Kurze Warnung an alle Zuschauer mit Kopfhörern. Nicht erschrecken. Ach nein. Magst du mir mal deine Oh! Ah! What the f***? Okay. Well, I agree. Charlie? Stay with the fact that they cheated. Ich weiß, was geht. Die werden Fragen gestellt und du musst die halt beantworten. Ey, es ist so vielen Leuten nicht mehr zu helfen, wirklich.
Ich glaube, das macht Danny auch, das wird Danny langfristig sehr erfolgreich machen, weil Danny ist nochmal dümmer als Kevin, Antonia, Monte und Trimax zusammen. Wirklich, Danny ist mit Abstand der dümmste Mensch, den ich kenne. Und ich kenne Danny nicht mal richtig, aber von der Außenwirkung ist Danny wirklich der dümmste Mensch, den ich jemals in meinem Leben in irgendeinem Call oder sonst was hatte. No joke. Danny hat sich wirklich gefragt, was es am Filmset gibt, ob es ein Mörtel-Atelier ist oder ein Tonstudio. Und er hat wirklich drüber, er wusste nicht, was Mörtel ist und er konnte sich nicht vorstellen, dass es ein Tonstudio gibt. Danny. Und der setzt das nicht auf, der ist wirklich unfassbar dumm. Ich weiß nicht, Digga, ob der, wann der angefangen hat zu kiffen, aber da ist nichts mehr übrig an Gehirn. Man kann random bei Danny in den Stream reingehen. Man muss 10 Sekunden warten und er sagt was Dummes. Sagt der, der sich auf sein eigenes Modell gesetzt hat. Ja, aber ich fand's geil. So, hier in Espanol. In Portugal wieder. Ja. Espanol, Portugal. So ein ehrenloses Spiel, Halligalli, Digga. Ich schwöre. Ich hab's damals mit meinem Cousin gespielt. Und ich hatte keine Reaktion gehabt. So, ich war. Und er war schon vor mir, dann habe ich aufgegeben. Seht ihr? Genau das meine ich, Digga. Man muss bei Danny nicht warten. Bis irgendwas Dummes kommt. Es kommt einfach von alleine, Digga. Es kommt komplett. Komplett von alleine. Immer. Ey, das war eine richtig coole Story. Oh, Digga, die zwei, Junge. Ich schwöre, ich hoffe nicht, dass sie zusammenziehen, Bro. Bitte nicht, Digga. Bitte nicht. Angeblich ist hinter mir ein Geist. Okay. Oh mein Gott, wie gruselig sieht das aus? Okay. Wie gruselig ist das? Ist hier einer? Leute, was ist das? Leute, ist das ein Schatten hier? Was ist das? Ach du Scheiße! Wann ist der Fight hier vorbei? Der geht gefühlt seit einem halben Jahr. Gegenüber! There's one! Nein, und ich werde von... Nein, das ist doch so unlucky! Ah! Einfach mein Orgasmus-Sound. Naja, ey Boys, ich zieh mal weiter, ja? Passt. Moritz, danke schön für den Sub. Hat irgendjemand? Ach, Danny und Fabo ziehen zusammen. Mann, was für eine dumme Scheiße. Das liegt nicht am Rauchen. Das ist kein Krebs. Fingers crossed. Papa bless, Mortal, bleib gesund. Nicht nice? Oh, das ist. Was ist besser, ist die Frage. Digga. Optisch gesehen. Ach, kann ich meinen Daumen ausblenden? Nachher meinen Cutter Daumen ausblenden. Ich bin gerade nicht nervös, ich hab ganz normalen Puls. Das ist ganz. Digga, wie sieht dieser Daumen aus? Der sieht einfach. Ah, Digga, wie sieht dieser Daumen aus? Was hat er damit gemacht? Normal nach dem Boxtraining. Jeder schreibt, dass das. Jeder, der weiß, dass es das normal ist. Okay. Also, es ist gut. Aha. Okay. Was habe ich gerade gesagt? Genau. Hallo, wie geht's dir? Hoffentlich gut. Ha, ja. Ich grüße die katholische. Das meine ich. Guck mal, der macht das nicht mit Absicht. Der versucht die ganze Zeit genau solche Situationen zu verhindern. Aber er ist so dumm, dass es immer wieder passiert. Danny hatte doch beim IQ-Test irgendwie 56 oder so. Hallo, wie geht's dir? Hoffentlich gut, hi. In diesem Clip ist alles kaputt. Diese Frisur von Kevin.
dieser Typ. Ja, ja, ja. Ich grüße die katholische. Oh! Nein, nein, Bro. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Wieder mal kein Konzert. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die. Oh, Digga.